So, guten Morgen, Freunde. Letzter IFA-Tag heute. Heute geht es zu uns auf die IFA, dann zum Flughafen und dann nach Hause. Das erste Wichtige, was noch ist, Pfandflaschen natürlich zurückgeben, ganz wichtig. Dann gehen wir heute dann nochmal zu Samsung, weil unsere Handsons sind ja glücklicherweise, weil das Mikro nicht eingeschaltet war, natürlich in den Arsch gegangen. Da machen wir dann nochmal was und dann geht's weiter und dann geht's auch schon zum Flughafen, weil um 7 Uhr oder so geht schon unser Flugzeug. Geht der Flieger, ja. Ja, da würde ich mal sagen, los geht's. Bis dann. So, Freunde, willkommen im Samsung Cube. Wie ihr schon im Hintergrund hört, labert er gerade ein bisschen über das S8. Wenigstens ist es heute nicht so voll hier. Und ja. Wir nehmen jetzt nochmal die Hands-ons auf, hoffentlich mit besserer Tonqualität. Freunde, das war's mit der IFA. Jetzt kommt noch ein kleines, im Anschluss noch ein kleines Resümee-Video und so weiter. Also noch ein kleines Resümee-Anhang. Genau, so unsere Meinung noch, was wir halt zu sagen hatten. Wir sagen jetzt schon tschüss von der Straße, weil unser Flugzeug geht bald. Und wir müssen uns ein bisschen reindenken, dass wir den Scheiß noch schaffen, weil es ist da Air Berlin schreit und so, ja, ihr wisst es ja von den Nachrichten. Also, wir laufen mal. Bis zum nächsten Mal. Zu einem unserer letzten Videos. Wir sind jetzt wieder einige Tage auf der IFA gewesen. Heute startet unser letzter Tag. Wir wollten jetzt so ein bisschen ein Resümee, eine Zusammenfassung, einen Abschluss bringen und ein bisschen noch erzählen. Also, das erste Grobe, was uns so einfällt, ist, es hat uns sehr gut gefallen. Wir hatten viel Spaß auf der IFA. Wir sind unglaublich viel gelaufen, haben unglaublich viel gesehen. Ja, es war aber doch durchaus eine interessante Zeit dort. Wir haben wirklich viel gesehen, aber auch ein bisschen Kritik an der Messe. Das ist halt das Problem, dass die halt wirklich sehr auf Business ausgerichtet war, wenig auf den Consumer. Die meisten Stände dort hatten halt wirklich Launches für Geschäftsleute, viel für die Presse, dass man nur als Pressemitglied halt dort reinkam und was sagen. Ja, auch so Clubs und so. Genau, richtig so. Absperrungen zum Beispiel bei
Herrschaftszeiten. Was soll das? LG hatte sogar einen abgesperrten Bereich, wo nur Presseleute rein durften. Also praktisch, wo auch so ein Empfänger, wo man dann zum Beispiel seinen Presseausweis oder Akkreditierung nach, was weiß ich, abgeben konnte oder so. Und dann konnte man sich da reinhauen. Oder wo war das noch? Acer hatte einen ganz geschlossenen Stand. Ja, genau. Oder Acer hatte komplett geschlossen. Oder bei, wo war das? Also geschlossen für geschlossene Gesellschaft, nicht ein Stand, der generell zugesperrt war, sondern halt für den Consumer halt nicht offen, sondern halt für die anderen nur. Oder was ich richtig scheiße fand, bei, ich weiß nicht, wo das war, ich glaube bei AEG oder Siemens, die hatten sogar ein richtiges Café, wo die dann halt mit Miele-Produkten irgendwelche Sachen gekocht haben, wo auch man wie mal wieder nur mit Presseausweis, etc. oder mit Fachbereichsausweis genau, halt, durfte. Ja, als Fachbesucher halt hauptsächlich. Auch wenn jetzt die Fachbesuchertage vorbei sind, fühlt man sich doch als normaler Besucher der Messe doch ein wenig ausgegrenzt. Es wird auch zum Beispiel ganz anders als bei der Gamescom, es wurden kaum Goodies verteilt oder irgendwelche Sachen. Es gab halt nur bei manchen halt Gutscheincodes in den Broschüren drin, dass du halt, wenn du den Gutscheincode eingibst, so 10-15% teilweise bekommst. Und es gab halt die Taschen, die ihr in den Videos gesehen habt. Aber das war es ja genau hier, die Kuhle mit den Smileys drauf und Emojis. Ja, das war so das Einzige. Also wurden halt eigentlich relativ wenig Sachen verteilt. Nur ein paar Gutscheincodes. Aber halt so zum Beispiel Samples oder sowas, die bekommst du halt als Privatperson gar nicht. Nur halt wahrscheinlich als Presse, wenn du halt sagst, du machst Reviews oder sowas. Also das fand ich halt ein bisschen schade. Oder fanden wir halt schade, dass halt das irgendwie nicht für den privaten Nutzer halt irgendwie ansprechend gestaltet wurde. Ganz anders als auf der Gamescom. Da wirst du ja praktisch beworfen mit solchen Sachen. Johannes hat erzählt, mit T-Shirts und sowas haben die halt um Kunden geworben, aber das war halt hier gar nicht der Fall, dass man halt wirklich angeworben wurde von den Ständen. Im Gegenteil, eigentlich musste man auf die zugehen, um überhaupt irgendwie mit denen ins Gespräch zu kommen oder überhaupt irgendwie etwas über die Produkte zu erfahren. Also angepriesen wurde das halt gar nicht, meiner Meinung nach. Ja, es war halt irgendwie so ein bisschen verschlossen. Also irgendwie, man geht irgendwie bloß auf die Leute zu, von wo man irgendwie weiß, dass sie entweder einen industriellen Hintergrund haben oder irgendwie, wo man so, ich sag mal, sieht, dass sie ein bisschen mehr Geld haben einfach. Also nicht nur privat mehr Geld, sondern industriell praktisch mehr verdienen und auch in dieser Branche tätig sind, so als was ich Elektronikmarktbesitzer oder sowas. Da wurde dann irgendwie mehr darauf eingegangen, aber so als Privatperson, wo man sich, was ich gerne mal, was ich ein Home-Entertainment-System zu Hause mal hinstellt, ist das Ganze irgendwie so ein bisschen negativer gestaltet. Da muss man wieder Samsung loben, weil, wo wir im Citycube waren, da laufen ja Leute so rum, was ich so mit weißen Hemden und so Hosenträgern und wenn man sich da an die Stände da einfach hinstellt, dann erklären sie einem auch was oder es gibt auch bestimmte Interactions von irgendwelchen Sachen, wo man mitmachen kann, was ich das 4D VR-Kino war auch wieder da, wo auf der Gamescom zum Beispiel war, und so weiter und so weiter. Also man konnte da wirklich ausprobieren und auch die Leute waren da auch wirklich da. Bei den anderen, also bei LG habe ich es auch gesehen, war es so ein bisschen in die Richtung, aber so vom Kompletten. Also wirklich von über Kühlschränke, über Fernseher und ja, Zeug. Da hatten sie viel zu. Da kann man wirklich leider nur sagen, hat wirklich Samsung nur die Hosen an und ist einfach auf die Leute zugegangen. Ja. Bei den anderen war es echt ein bisschen zu konsumerlastig und so weiter. Ja, auch wenn ich mir den Stand von Razer zum Beispiel überlege, was ja wirklich für die junge Generation zwecks Gaming und so ist, da war halt einfach kaum was. Da waren ein paar Computer aufgebaut, ein paar von den neuen Laptops haben sie halt gezeigt, aber die standen halt nur da. Es wurde halt nicht wirklich für die junge Gamer-Generation ansprechend gemacht. Man ist halt da hingegangen, hat sich das angeschaut und ist nach 2 Minuten einfach weitergegangen, weil es halt einfach meiner Meinung nach nicht ansprechend gestaltet war. Das ist halt auch irgendwie so ein Kritikpunkt an der Stelle. Ja, man muss irgendwie sagen, ich habe Razer ja auch letztes Jahr auf der Gamescom gesehen und da muss man auch so ein bisschen Kritik irgendwie an Razer selber nehmen, weil irgendwie es war der gleiche Stand, es war einfach der gleiche Stand. Das war irgendwie im Untergeschoss irgendwie, wo dann wo Razer war und es war einfach der gleiche Stand. Sie haben es jetzt genau so 1:1 kopiert und genau hierhin wieder genommen und das war einfach wirklich das Gleiche. Ja, ist also auch ein bisschen schade, weil also trotzdem, dass wir viel Spaß auf der Messe hatten, war es halt trotzdem nicht so wirklich das Feeling, das Flair, was man halt von der Gamescom oder so kennt. Also das war halt wirklich irgendwie eine reine Business-Messe, so meiner Meinung jetzt nach. Ja, obwohl man wirklich die Leute von außerhalb reingenommen hat. Also man hat ja die Leute von außerhalb reingebeten und ich sag mal, die Leute, die wirklich diese Produkte kaufen, sind ja Privatnutzer, weil ich meine... Ja, Waschmaschinen, Kühlschränke oder so diese Smart-Kühlschränke. Ich glaube nicht, dass man Hotels mit einem 5.000 Euro Smart-Kühlschrank ausstattet. Das werden wirklich...
im Endeffekt dann Privatnutzer sein, aber trotzdem denke ich halt, dass es halt nicht wirklich so ansprechend gestaltet war. Vor allem, weil die meisten Stände hatten halt so Tische und da saß halt immer einer von der Firma dran und ein Kunde mit einem großen Block, mit einem Katalog, wo es halt wirklich aussah, als ging es halt um eine große Sammelbestellung. Also halt irgendwie nicht, wo halt ein Privatmann oder so saß. Also so hat es den Eindruck gemacht, dass halt wirklich die halt keine Bestellungen oder irgendwie was von Privatleuten annehmen. Ach ja, noch ein weiterer Punkt. Zum Beispiel in München auch von der Heim- und Handwerksmesse, was man da kennt. Man kann alle Produkte kaufen. Die haben immer genügend auf Lager oder so. Da zeigt WMF oder, keine Ahnung, Zwilling neue Messer. Und die kannst du halt direkt kaufen. Die sind halt direkt in Retailer-Paketen, dass man sie halt direkt kaufen kann. Auf der Messe kann man so gut wie alles kaufen. Töpfe und sowas. Und das ist halt bei der Messe überhaupt nicht der Fall. Also du kannst irgendwie nichts dort direkt kaufen. Du kannst halt in Online-Shops, da wirst du halt auch mit einem Gutscheincode mit 10% oder sowas gelockt, das dann online zu bestellen, aber das war's auch. Also, dass man halt wirklich nicht vor Ort, wenn man was gesehen hat, zum Beispiel so ein kleines Gadget oder so, was vielleicht 20, 30 Euro kostet, was man halt denkt, cool, das brauche ich, das würde ich mir halt gleich mitnehmen, dass man halt da nicht die Möglichkeit bekommt, das finde ich halt schade, dass man halt so Kleinigkeiten, die man halt einfach mitnehmen würde für gerne kleines Geld, dass man halt sowas nicht kaufen kann. Zum Beispiel war dort auch ein Stand, der hatte für mobile Geräte solche Gadgets und die konnte man halt einfach nicht kaufen, man konnte sie angucken, die waren sogar eingepackt in diesen Tüten, die man, diese Packungen, die man beim Mediamarkt oder so finden würde, aber haben sie keine Möglichkeit, haben gesagt, hier hast du einen 10% Gutschein, bestellst du online, das finde ich halt schade. Muss halt gucken, also sagen wir, um das Ganze jetzt wieder auf einen runden Abschluss zu bringen, klar, natürlich ist es schade. Wir arbeiten darauf hin, dass wir eine Presseakkreditierung bekommen. Auch so ein kleiner Appell an euch, ja. Ich habe nachgeguckt, bevor die IFA losging, was YouTube angeht. YouTuber werden erst ab 5000 Abonnenten als Presse angesehen und so weiter. Also wie gesagt, wir versuchen alles, um wirklich da uns unsere Akkreditierung oder irgendwie sowas zu bekommen, dass wir da auch in solche Pressebereiche einfach reinzukommen, um, sagen wir, für unser persönliches Wohl, klar, wenn wir da uns irgendwo mal hinsetzen wollen oder so. Und so würde ich mal sagen, kann man auch zum Beispiel, weil am Anfang waren ja auch die ganzen Keynotes von den ganzen Herstellern. Klar, natürlich, bei manchen Keynotes kann man rein, also zum Beispiel Huawei, da kann man als normale Privatperson rein, aber die ganzen Spezial-Keynotes von den ganzen großen Herstellern, da kommt man alle nur für Presse und alle nur für große Presse und Geschäftsleute. Genau, richtig. Und das ist halt schade. Und ich würde mal sagen, für manche Leute, ja, manche Leute interessieren sich halt für neue Kühlschränke oder so. Ich sag mal, dafür ist halt die IFA für Privathaushalte. Und da versuchen wir einfach wirklich in den nächsten Jahren uns einfach so weit hoch zu steigern, dass wir da dann irgendwann mal mit Presseakkreditierung aufwarten können und dann sofort reinholen können, dass wir uns euch 100% der ganzen IFA einfach zeigen können. Ja, da würde ich sagen, das war's dann von der IFA, von uns. Ja. Wir sind nächstes Jahr wieder da, pünktlich, wenn die IFA wieder beginnt. Ja, da würde ich sagen, das war's. Auf Wiedersehen. Ciao.